Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Trading-Video. In diesem Video, da geht es um die Frage, was ist der Unterschied zwischen Big Caps und Small Caps im Aktientrading? Ich habe dir auf dieser Folie alle wichtigen Kriterien aufgearbeitet. Starten wir mit der linken Seite, den Big Caps. Big Caps sind im Handel, dem Kursverlauf, viel flüssiger. Es findet viel weniger Manipulation statt. Warum ist das so? Schau dir dazu am besten mein Video Orderbuch Grundlagen Teil 1 an. Ich erkläre dir das Ganze sehr kurz. Wenn wir uns beispielsweise die Aktie Bank of America anschauen, dann stellen wir fest, dass diese Aktie einen sehr, sehr großen Float von 10 Milliarden hat. Der Wert für Investoren bei dieser Art von Aktien ist die Sicherheit und Stabilität. Bei diesen Aktien ist es weniger wahrscheinlich, dass riesige Kursbewegungen auf der Ober- oder Unterseite stattfinden können, weil diese Aktie einfach einen riesigen Float von rund 10 Milliarden hat. Das ist gigantisch. Dieser Ticker benötigt eine unvorstellbare Menge an Volumen, damit sie innerhalb eines Tages einen 30% Move generiert. Wenn beispielsweise ein großer Marktteilnehmer, institutionelle Investoren, 100.000 Aktien zum Kurs von 15 Dollar, das ist ein Wert von 1,5 Millionen Dollar, verkauft, würde sich die Aktie nicht mal um einen Penny bewegen. Das ist verrückt, aber das ist die Realität, wenn wir über liquide Aktien mit einem riesigen Float sprechen. Für einen Investor sind solche Aktien sehr wertvoll, denn er kann ohne Probleme mit 1 Million Dollar ein- und wieder aussteigen. Für Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont ist das wirklich sehr, sehr gut. Aber als Daytrader wollen wir Volatilität. Das bedeutet, dass wir uns auf Aktien mit einem niedrigen Float konzentrieren sollten. Das war jetzt die Kurzfassung. Wie gesagt, mehr dazu in meinem Video Orderbuch Grundlagen. Schau dir das Video an. Und damit kommen wir auch zu den nächsten Punkten und da schließt sich der rote Faden. Gute Unternehmen steigen im Kurs, weil große Marktteilnehmer auf langfristige Investments ausgelegt sind und diese Aktien auch die Möglichkeit dazu bieten. Des Weiteren werden Big Caps von ETFs und dem Gesamtmarkt beeinflusst. Es findet eine Korrelation statt. Weiter gibt es für solche Aktien auch derivate Finanzprodukte, wie zum Beispiel Optionen. Und der letzte Punkt ist, wir haben einen geringen Trading Edge, da diese Werte hochliquide sind und man Manipulationen nicht so leicht erkennen kann. Aber nichtsdestotrotz trade ich auch Big Caps, denn da wo hohes Volumen gehandelt wird und hohes Volumen entsteht, Momentum entsteht, da bin ich auch von der Partie. Jetzt kommen wir zu den Small Caps. Small Caps sind im Handel erratisch. Es gibt heftige Moves auf beiden Seiten. Es findet eine hohe Manipulation seitens der Big Player statt. Die meisten Unternehmen, die gehen auf Null, da diese Unternehmen fundamental total katastrophal aufgestellt sind. Und es findet überhaupt keine Marktkorrelation statt. Wenn man Aktien shorten will, kann es manchmal dazu kommen, dass man keine Borrows bekommt. Aber ich persönlich hatte noch nie das Problem, dass ich keine Borrows bekommen habe. Da hängst auch letzten Endes von deinem Broker ab, von der Qualität deines Brokers. Bei Small Caps hat man auch begrenzte Möglichkeiten für Derivate, wie zum Beispiel Optionen, aber man hat einen hohen Trading Edge, da wir die Manipulation erkennen können. Und der letzte Punkt ist, wenn in Small Caps Volumen reinkommt, entsteht hohe Volatilität und Range und genau das ist es, was wir als Momentum Trader suchen. Auf dieser Folie hier, da möchte ich dir aufzeigen, wie Big Player in Small Caps agieren. Wir sehen zum Open ein Upgap und den Fail. Die Aktie geht direkt in eine Abwärtsbewegung über, bildet aber im Laufe des Tages höhere Tiefpunkte aus. Im Orderflow, da sehen wir im Fachjargon Refilling Bids. Ab einem gewissen Zeitpunkt, da pushen die Käufer nach oben und der Squeeze auf der Oberseite findet dann statt. Und so treiben die großen Marktteilnehmer die Retail-Trader in die Long-Falle. Sie faken sozusagen das Breakout und beginnen dann zu verkaufen. Genau zu diesem Thema, da habe ich auch bereits Videos hochgeladen. Die Videos lauten Crowded Stocks. Ich verlinke dir die Videos unten in der Infobox. Das wäre auch alles zu diesem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, dann like das Video und ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.